Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Dieses Mal sprechen wir über einen Kondensator. Das elektrische Feld ist weiterhin unser Thema. Ein Kondensator, was ist ein Kondensator? Das wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Ja, hat vielleicht sicher, wahrscheinlich haben das die meisten schon gehört, ja, den Begriff Kondensator. Ich habe da ein bisschen was aufgezeichnet. Die einfachste oder typische Form eines Kondensators, mit dem man es gut erklären kann, was das ist, an und für sich, ein sogenannter Plattenkondensator. Ja? Wir haben zwei Platten, die nicht leitend miteinander verbunden sind, das ist wichtig, ja? Also nicht leitend miteinander verbunden, und jede Platte hat einen Anschluss. Ja? Jede Platte hat einen Anschluss und da kann ich einen Strom reinschicken und zwischen den Platten kann natürlich eine Spannung herrschen. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, was passiert da. Ja? Also wir haben hier, stellen wir sich das so vor, dass wir hier eine Spannungsquelle haben. Okay? Und die hängen wir an einen Kondensator an. Im Augenblick des Einschaltens, im Augenblick des Einschaltens, die Spannungsquelle hat die Spannung U0, ja, und das UC ist 0. Im Augenblick des Einschaltens. Ja. Was dann passiert an und für sich ist, dass da ein Strom rinnt. Ja, der Strom rinnt einfach. Ja. Da gibt es Kräfte, ja, und da rinnt ein IC. Ja, der rinnt da rein, auf diese Platte rinnt er rein. Der heißt, der bringt da vorstellungsmäßig die positiven Ladungsträger da auf diese Platte auf. Ja, der bringt das da rein, die Platte fängt sich also an, positiv aufzuladen. Okay? Diese positive Platte hier, ja, macht ein elektrisches Feld. Die Ladungsträger dieser Platte hier, der anderen Platte hier, sehen dieses elektrische Feld, spüren die Kraftwirkung, sagen wir so, des elektrischen Feldes, und die negativen Ladungsträger, ja, fühlen sich abgestoßen von diesen positiven auf der anderen Seite. Und sammeln sich und rinnen da raus. Das ist der Grund, warum da unten der gleiche Strom IC wieder herausrinnt. Weil ja die Kraftwirkung auf die andere Platte so groß ist, dass praktisch die Ladungsträger da rausgetrieben werden und die rinnen noch da unten retour. Okay? Das heißt, in dem Fall, wo der Kondensator da noch nicht aufgeladen ist, die Spannung am Kondensator noch nicht null ist, rinnt da relativ großer Strom. So, und jetzt habe ich gesagt, lädt sie die eine Platte positiv auf und die andere Platte negativ auf. Ja? Dazwischen entsteht ein elektrisches Feld. Ja? Wenn sich die eine Platte aber positiv auflädt, und die negativ auflädt und das elektrische Feld, dann habe ich ja aufgrund des Abstandes, diese zwei Platten hier haben einen Abstand d, eine gewisse Spannung zwischen den Platten. Das heißt, das UC wird größer werden. Das heißt, in einem weiteren Schritt da bleibt das U0 erhalten. Ja. Da haben wir UC und das sagen wir ist noch immer kleiner wie U0. Ja. Das heißt, unser Strom, also da war maximal. Unser Strom, der da durchhin, IC, der bringt weiterhin Ladungsträger hinein. Ja. Ist jetzt aber nicht mehr so stark. Ja. Es rinnen nicht mehr so, weil praktisch der fühlt nicht mehr, die Ladungsträger hier fühlen nicht mehr, dass da 0 Volt ist, sondern die fühlen halt, dass da schon ein gewisses Potenzial herrscht und die Kraft hat nachgelassen und die Ladungsträger fließen hier langsamer. Okay? Das heißt, das Aufladen wird langsamer werden. Der Spannungsgewinn hier an dieser Platte wird langsamer werden. Zuerst rauschen recht viel Ladungsträger rein und dann lädt sie das Positive auf und je positiver dass das wird, desto weniger neue kommen nach. Ja. Man kann sich das vorstellen, dass das da voll bevölkert wird von positiven Ladungsträgern und wenn das einmal recht voll ist, dann wollen nicht mehr so viel hin. Ja. Und im Endeffekt schaut es dann irgendwann so aus,
dass sich die Platten hier, da gibt es positiv, die eine hat sich positiv aufgeladen, die andere hat sich negativ aufgeladen, ja, und zwar so weit, dass UC exakt U0 ist, ja, da haben wir U0, ja. In dem Fall ist nachher der IC gleich 0 Ampere, da rinnt gar nichts mehr. Ja? Also wenn das sich so weit aufgeladen, weil es gibt ja keine Kraft mehr, die da oben wird, keine Potentialdifferenz. Ist zum Erliegen gekommen. Ja? Also das ist praktisch erste, zweite, dritte Situation zeitlich betrachtet. Ja? Wie das ausschaut, werden wir nachher nur sehen. Ja? Das werden wir ein bisschen ausrechnen. Fakt ist also, dass der Strom hineinritt, dass sich der Spannung aufbaut, okay? Und diese Spannung baut ein elektrisches Feld zwischen den Platten auf. Ja? Schauen wir uns dieses Feld an. Also wir haben hier eine Platte. Wir haben hier die Platte. So, von der Seite jetzt betrachtet, wir haben hier einen Anschluss, wir haben hier einen Anschluss, ja, und dazwischen entsteht das elektrische Feld. Und machen wir das da in die positive Platte, das ist die negative Platte, die haben sich jetzt auf Plus Q und Minus Q aufgeladen, ja, und dazwischen haben wir eben dieses elektrische Feld E. Was so rüber geht. Da am Rand haben wir ein bisschen ein Streufeld, das geht ein bisschen so raus. Ja. So schaut das aus. Ja. Und zwischen den Platten haben wir ein relativ homogenes Feld. Ja. Die Platten, wie gesagt, haben den Abstand D. Okay. Und die Plattenfläche da soll A sein. Das ist die Plattenfläche. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir teilen hier eine Hülle, machen wir hier. Ein Teil der Hülle, der genauso groß ist wie die Fläche A. Ja, und der Rest der Hülle, da rüben, ja, der soll praktisch die Fläche A' haben. Ja, also die haben hier eine Fläche A und eine Fläche A'. Und jetzt gilt natürlich der Satz vom elektrischen Hüllenfluss. Okay? Das heißt, unser elektrischer Fluss, ja, unser Hüllenfluss, Psi, Dach, ja, ist der Fluss hier durch, ja, das ist Psi plus Psi Strich, ja, also der Fluss durch die Fläche A hier und der Fluss durch die Fläche A Strich, okay. Das da, das nenne ich da drin, herrscht die Flussdichte D. Ja, D mal A. Ja, plus, und da draußen muss ich halt den Rest, ja, D' mal A'. Ja, das ist das, was da draußen im Rest ist. Und es ist jetzt natürlich so, ja, dass sich das Feld da konzentriert zwischen die Platten. Ja. Also, ich vernachlässige jetzt das Streufeld. Ja? Ich sage einfach, mein Fluss, ja, ist gleich D mal A. Also ich sage, das ist nur, was da drinnen ist. Und hier, die eingeschlossene Ladungsmenge ist ja Q, plus Q. Ja? Und darüber habe ich minus Q. Aber da von dieser Hüllfläche eingeschlossene Ladungsmenge ist plus Q
Und das ist also Q. Okay. Das heißt, meine Flussdichte, die hier in diesem Bereich herrscht, ist Q dividiert durch A. Damit habe ich die elektrische Flussdichte erreicht. Und wie ist es mit der elektrischen Feldstärke? Das E ist das D dividiert durch das Epsilon. Da habe ich unspezifiziertes Material, wenn es Luft ist, nehme ich halt Epsilon 0, wenn es was anderes ist, muss ich halt das Epsilon R mit berücksichtigen, D mal Epsilon, passt. Ja? Und wie groß ist jetzt die Spannung? Ja? Weil da habe ich ja, dort dazwischen habe ich ja mein UC. Ja? Das UC ist ja E mal D. Okay. Und jetzt setze ich alles mögliche ein. Das E war D durch Epsilon. Ja. D durch Epsilon. Mal D. Dora. Und das D war Q durch A. Ja. Also da haben wir dann Q durch A mal Epsilon mal D. Ja. Und jetzt haben wir, da steht im Prinzip UC ist gleich Q mal einem Ausdruck D dividiert durch A mal Epsilon. Okay. Jetzt formen wir das noch um, dass da steht Q ist gleich UC mal, und jetzt schreibe ich das da einfach auf, A mal Epsilon, also auf die andere Seite habe ich es gebracht, gell, dividiert durch D. Ja. Wir sehen also, Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Ladung in einem Kondensator und der Spannung in einem Kondensator. Das ist ein Faktor, der ist von nichts abhängig. Der ist nur, okay, von dem Material, was dazwischen ist, von dem Epsilon ist abhängig, von der Fläche und von Abstand. Nur geometrische Sachen. Da gibt es keine Spannung, da gibt es keinen Strom, da gibt es nichts. Das heißt, der Zusammenhang zwischen der Ladung und der Spannung eines Kondensators ist mit einem Faktor. Und dieser Faktor hier, ja, Q ist U mal C, heißt Kapazität. Kapazität heißt es. Und C eines Plattenkondensators ist A mal Epsilon durch D. Okay? Das sagt praktisch aus, bei einer gewissen Spannung, wie viel Ladung kann ich speichern? Okay? Sagen wir, ich habe jetzt 10 Volt und wenn die Kapazität sehr groß ist, ja, und das sehr groß ist, dann kann ich da viel Ladung einspeichern. Ja? Viel Energie einfach speichern. Ja? Deswegen heißt das Kapazität. Ja? Das ist die Kapazität, die Speicherfähigkeit eines Kondensators. Okay? Speicherfähigkeit eines Kondensators ist die Kapazität. Und jetzt haben wir das gerade hergeleitet. Das ist die Kapazität eines Plattenkondensators. Wenn es andere Anordnung ist, dann ist es halt anders. Was aber immer gilt, ist an und für sich, dass diese Fläche ja, einen Einfluss hat. Je größer die Fläche ist, desto mehr Kapazität hat es. Ja. Je größer das Epsilon ist, desto mehr Kapazität hat es.
Ja? Also je abgeschwächter das elektrische Feld da drinnen wird, durch das Material, was ich da drin verwende, und je kleiner der Abstand ist dieser zwei Platten, desto höher die Kapazität. Ja? Also ein idealer Kondensator hat fast keinen Abstand und ist riesig von der Fläche her. Ja? Jetzt müssen das keine Platten sein. Das kann irgendeine Leiteranordnung sein. Das können zwar Drähte sein, ja? Die haben halt dann wenig Fläche, und man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie wäre das mit einer Platte. Also auch irgendeine Leiteranordnung hat eine Kapazität. Ja? Was ist jetzt ein Kondensator? Wenn jetzt der EO so eine Kapazität hat, ja? Ein Kondensator ist ein Bauelement, dessen wesentliche Eigenschaft die Kapazität ist. Ja? Zwei Leiter sind zwei Leiter, die haben zwar Kapazität miteinander, ja? Aber das ist nicht die wesentliche Eigenschaft. Die wesentliche Eigenschaft wahrscheinlich ist, dass sie einen Strom von A nach B bringen. Ja? Bei einem Kondensator ist die wesentliche Eigenschaft die Kapazität. Das ist also ein Kondensator. Kapazität, ja, Formelzeichen C, haben wir schon gesehen, Einheit Farad. F. Ja? Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, aber wir haben hier eine Hüllfläche gehabt, ja, und wir haben hier ja einen Strom IC. Und wir haben einmal was gehört von einer Knotenregel. Wir haben was gehört von einer Knotenregel. Wir haben gesagt, der zufließende Strom ist gleich dem abfließenden Strom. Ja? Hey, hallo. Ja? Das kann ja als Knoten betrachtet werden. Ich habe auch gesagt, der Knoten kann irgendwas sein. Ich meine, wenn ich es bis da umziehe, wenn ich den ganzen Kondensator drin habe, weil da rindert der IC wieder weg, ja? Dann passt es eh. Ja? Wenn ich den Knoten da, aber wer sagt, dass ich den Knoten hier nicht einfach durchlegen kann zwischen die zwei Platten? Wer sagt man das? Ja? Keiner. Genau. Deswegen ist anstelle der Knotenregel gilt hier, nämlich, oder gilt eigentlich eh bei der Knotenregel auch, nur haben wir es da halt einfacher gelernt, aber eigentlich gilt der Erhalt der elektrischen Ladung. Okay? Elektrische Ladung kann nicht vernichtet werden. Und wenn jetzt innerhalb eines Knoten eine nennenswerte Menge elektrische Ladung gespeichert werden kann, dann muss ich mir das einfach sagen, okay, die im Knoten gespeicherte Ladung ist gleich der Summe aller zugeführten Ladungen. Okay? Also die Knotenregel an und für sich gilt nur, wenn innerhalb dieses Knotens keine nennenswerte Ladungsmenge gespeichert werden kann. Wenn eine nennenswerte Ladungsmenge gespeichert werden kann, ja, dann muss ich eben diese Speicherung berücksichtigen und muss sagen, okay, da rinnt jetzt eine Ladungsmenge hinein in den Knoten, also muss die Ladung innerhalb des Knotens anwachsen. Okay? Satz von der Erhalt der elektrischen Ladung. Wird nachher noch wichtig, wenn man sich das Ampere-Maxwell-Gesetz anschauen. Ja? Weil da werden wir sehen. Ja? Das gilt nachher sowieso. Ja? Satzteil F, also Knotenregel, wenn keine nennenswerten Ladungen drinnen gespeichert werden können. Gut. Ja, das ist also der Kondensator. Das nächste Mal wollen wir sich einmal dieses Aufladen und so weiter, das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Wir wollen schauen, wie viel Energie ist da drinnen und so weiter. Ja. Jetzt ist einmal wichtig, dass wir verstehen, was ein Kondensator ist, was eine Kapazität ist, dass das praktisch nur der Zusammenhang zwischen Strom, zwischen Ladung und Spannung an einem Kondensator ist. Eigentlich, oft schreibt man es umgekehrt, Q ist C mal U, aber es gilt das Kommutativgesetz. Also, nächstes Mal dann Energieinhalt in einen Kondensator und schauen, wie das ist mit Aufladen genau, wie viel Energie da drinnen gespeichert ist. Für dieses Mal danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.